Ja, hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem heutigen 21. Spieltag der DL2, die EC Kassel Huskies gegen die Star Bulls aus Rosenheim. Endstand 3:1 vor 4.356 Zuschauern in der Nordhessen Arena. Ja, und an meiner Seite begrüße ich wie immer die Trainer beider Mannschaften. Zu meiner Linken Jari Pasan, Trainer der Star Bulls Rosenheim, und zu meiner Rechten Todd Woodcroft, Trainer der Huskies. Ja, die erste Stimme hat immer der Gast. Jari, deine Stimme zum Spiel, bitte. Ja, hallo zusammen. Ich gratuliere Todd und seine Mannschaft. Hervorragendes Eishockeyspiel heute geliefert. Insbesondere das erste Drittel, das war eine von den besseren Drittel, was ich von Kassel Huskies gesehen habe. Richtig druckvoll, richtig aggressiv, lauffreudig. Super Drittel. Verdient gewonnen. Ich bin auch zufrieden mit meiner Mannschaft. Sicherlich, wir wollen das erste Tor wieder zurückkriegen. Wäre vielleicht ein bisschen spannender gewesen, aber so ist es. Unser Torwart hat gut gehalten. Beste Spieler auf dem Eis heute war Maxwell. Bis zum Shake Hands. Aber ja, richtig gutes DL2-Spiel. Beide Mannschaften alles gegeben. Und in Überzahl, wir haben nur ein Tor geschossen. Wir hätten da zweites Vielleicht noch ein Tor geschossen. Wille Järvelein hätte sicherlich zwei Tore schießen können, zweimal offenes Tor gehabt. Aber so ist es manchmal. Gutes Spiel, beide Seiten. Aber das, was am Ende passiert ist in Shake Hands, Maxwell schlägt Lucky Lab volle Kanne auf die Fresse. Und ich muss es leider so direkt sagen, Blut überall, das gehört sich nicht. Er hat Top-Spiel geliefert. Sicherlich war Situation vor dem Tor, was der Torwart nicht so gerne sieht, aber so ist es manchmal beim Hockey. Auch bei uns war einige Situation, aber sowas gehört nicht dahin. Ich hoffe, dass die Verantwortlichen das ganz genau gucken und entsprechend dann reagieren. Dankeschön. Dankeschön für das Statement. Todd, your opinion on the game tonight? I thought that, first of all, I think Rosenheim is one of the fastest teams I've seen of the teams in the DEL2. We played them last time, and they stuck in the game, they hung in the game, and they beat us in the third period. I thought today we played well in all three periods. I think that we had strong goaltending. I think we had an excellent penalty kill. We had one power play, so I can't really comment on the power play. It got a little bit spicy at the end, and I'll look forward to the next match against Rosenheim. I'm sure it'll be an exciting one for the fans and everybody watching. Thank you to you all for coming. Thank you, Todd. Ja, die kurze Zusammenfassung an der Stelle. Also zuerst sagt er erstmal, dass ja Rosenheim eines der schnellsten Teams der DL2 ist, was er bisher gesehen hat. Auch das letzte Mal, als man in Rosenheim gespielt hat, da waren sie wirklich sehr, sehr gut im Spiel, haben es den Huskies schwer gemacht, haben sie auch im letztlich dritten Drittel dann auch bezwungen und konnten den Heimsieg feiern. Heute zum Spiel seiner Mannschaft hat er eigentlich über alle drei Drittel ein gutes Spiel der Huskies gesehen, vor allem gutes Torwartspiel, ein super Unterzahlspiel. Zum Powerplay kann er nicht so viel sagen, die Huskies hatten nur ein Powerplay. Und am Ende, da wurde es ein bisschen würzig, hitzig, so sagt unser Trainer das. Und ja, blickt bereits voraus auf das nächste Spiel gegen Rosenheim, freut sich darauf, wird bestimmt wieder eine spannende Partie. Gibt es Rückfragen? Keine Rückfragen heute. Dann schauen wir noch auf die anderen Begegnungen des 21. Spieltags. Der EV Landshut bezwingt zu Hause den EAC Freiburg mit 5:2. Regensburg bezwingt Krimmitschau nach Verlängerung mit 4:3. Die Lausitzer Füchse führten eben gerade kurz vor Schluss gegen die Dresdner Eislöwen mit 5:2. Krefeld bezwingt Weiden zu Hause 2:1 in der Partie. Selber Wölfe gegen die Ravensburg Towerstars. Ist im zweiten Drittel noch kein Tor gefallen vorhin, und Bad Nauheim lag eben gerade im Mittelabschnitt 0:2 gegen Kaufbeuren zurück. Ja, das nächste Spiel der Kassel Huskies ist am kommenden Freitag, den 29. November um 20 Uhr bei den Ravensburg Towerstars. Das nächste Heimspiel dann heute in einer Woche am 1.12., dem ersten Advent, um 17 Uhr zu Gast dann die Dresdner Eislöwen. Ja, unseren Gästen aus Rosenheim wünschen wir eine gute, sichere Heimfahrt heute. Und allen anderen danken wir fürs Einschalten, fürs zahlreiche Vorbeikommen in der Nordhessen Arena und wünschen noch einen schönen Abend. Wiedersehen.